Also ich bin hauptberuflich arbeitslos und benutze das halt zum Schreiben. Bin in der Redaktion der Grundrisse, Zeitschrift für linke Theorie und Debatte und habe halt einerseits theoretische Bücher geschrieben, die mit Postoperaismus und Queerfeminismus zu tun haben. Aber ich war immer sehr interessiert an soziale Bewegungen und ich habe immer, und wir bewegen uns doch, soziale Bewegungen in Österreich geschrieben, wo es um meine eigene Geschichte geht, teilweise. Also das Buch beschreibe die Bewegungen seit 1968 bis 2000, die Bewegung gegen Schwarz-Blau. Und ich bin eigentlich seit Mitte der 70er Jahre daran mehr oder weniger aktiv beteiligt. Was ist die Rolle und was ist der Einfluss sozialer Bewegungen in Österreich? Also die Gesellschaft hat sich durch soziale Bewegungen verändert. Also ich rede sehr viel von Wien, aber es trifft wahrscheinlich auf Graz auch zu, dass solche Sachen wie die Arena-Bewegung oder Hausbesetzungen oder Besetzungen oder Initiativen für Kultur- und Kommunikationszentrum überhaupt dazu geführt haben, dass es so eine breite Event- und Kulturszene gibt. Das vor 30 Jahren war Wien öd und jetzt gibt es eben das. Und das ist angestoßen, also die herrschende Gesellschaft hat reagiert darauf, indem es dann die nicht kommerziellen Bewegungen in einem kommerziellen Rahmen. Und viele Initiativen sind nur so an der Kippe zwischen Versuch von Selbstorganisation und eigentlich gezwungenermaßen in den Kapitalismus integriert. Sie haben ja unter anderem das Buch geschrieben, Die Körper der Multitude von der sexuellen Revolution zum queer-feministischen Aufstand. Wie kommt man als Mann eigentlich dazu, über den Feminismus zu schreiben? Da kann ich meine persönliche Geschichte schreiben, weil ich muss ja jetzt öfter über dieses Buch referieren. Also es geht mir, wenn ich die Welt verändern will, geht es mir darum, die persönlichen Verhältnisse zu verändern. Und das heißt da herrschende Geschlechterstrukturen. Ich bin eben seit den 70er Jahren in der Sponti und autonomen Bewegung, habe mich damals für Feminismus auch interessiert, weil es darum gegangen ist, auch das Geschlechterverhältnis, das Patriarchale zu verändern. In die 80er Jahre war ich bei den Autonomen und da hat es die autonomen Feministinnen gegeben. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, also eigentlich wie fast alle Männer. Wir haben alles gut gefunden, was die Feministinnen gesagt haben, aber haben uns selber nicht damit beschäftigt. Mit dem Aufkommen der Queer-Bewegung, die jetzt die als Kritik an der ursprünglich schwulen Lesbenbewegung entstanden ist und auch aus Kritik am Feminismus und sozusagen den Blick wieder zusätzlich erweitert hat, bin ich auch wieder dazu gekommen, queere und feministische Sachen zu lesen, mich dazu beschäftigen, mich auseinandersetzen, zu schreiben drüber und auch versuchen zu leben. Welche genauen Bewegungen oder Bewegungen faszinieren Sie heute? Ja, natürlich hat mir die Studierendenbewegung im Herbst 2009 sehr fasziniert, weil das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Also jetzt, das hat sich zum Jänner-Streik 1918 das erste Mal wieder gegeben, dass eine Bewegung, die in Österreich ausgebrochen ist, so eine internationale Ausstrahlung gehabt hat. Sonst ist eher immer so, dass entweder so Aufbrüche in Österreich so azyklisch sind zu dem, was andere, also europäische Staaten los ist oder so irgendwie so ein bisschen hinten nach. Haben Sie selbst mitdemonstriert? Immer. Nein, nicht immer. Also früher öfter, man wird älter, man muss die Zeit einteilen. Heute bei der Veranstaltung ist auch ein bisschen ansatzweise diskutiert worden, auch politische Aktivistinnen können an Burnout leiden, wenn man sie zu viel eine. Also ich tue es jetzt, also abgesehen davon zur Zeit gibt es in Wien fast jeden Tag eine Demo, wenn ich da auf jede hingehe und das geht sich zeitenergiemäßig nicht mehr aus. Aber ich war auf sehr viel und auf die Großen eigentlich fast immer.